Bis dato war es so, dass wir im klassischen Marketing eigentlich uns auf die 4 Ps konzentriert haben. Das heißt, wir sind von einem Produkt ausgegangen, das wir erstellt haben, das wir konzipiert haben, gemacht haben. Wir haben einen Preis dafür identifiziert und festgelegt. Wir haben das Ganze auf einer Platzierung ausgesteuert und wir haben eine Promotion dazu gemacht. Das sind diese klassischen 4 Ps im Marketing. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben genau das gesagt, Kauf du Sau. Das heißt, wir haben es hinausgeschrien, haben gesagt, die Marke, die Brand oder das Produkt muss jetzt seinen Absatz finden und haben versucht, den Leuten quasi klarzumachen, dass sie etwas brauchen, dass sie das Produkt definitiv kaufen sollen. Das heißt, eine direkte Aufforderung auf eine sehr plumpe Art und Weise eigentlich gestaltet und gemacht. Und das natürlich über alle Medienkanäle hinweg. Das war früher natürlich einfacher. Früher war es so, jetzt seht ihr nicht ein Bild vom Times Square aus den 50er Jahren. Früher war es so, dass wir nur mit 50 Werbebotschaften in etwa pro Tag konfrontiert oder die uns über den Weg gelaufen sind, wurden. Und das war natürlich eine Spur einfacher wahrgenommen zu werden. Das heißt, man hatte eine höhere Aufmerksamkeit, die Leute waren nicht so überfordert damit. Man konnte quasi anders in der Wahrnehmung mit seiner Marke und seinen Produkten agieren. Jetzt kommt ein Bild vom Times Square heute in New York. Das hat sich natürlich gewandelt, dieses Bild. Heute gibt es mehr als 6000 Botschaften, die tagtäglich auf jeden einzelnen von uns einprasseln. Und wir versuchen durch unsere Werbung in das Relevant Set hineinzugelangen. Das heißt, die Werbung muss schon gut sein, die Werbung muss schon gut gestaltet sein, um die Aufmerksamkeit des Einzelnen zu erregen. Und wir Menschen sind ja Meister im Anpassen. Diese 6000 Werbebotschaften, die schaffen wir auch ganz gekonnt, teilweise auszublenden, teilweise nicht in der Form wahrzunehmen. Das heißt, es ist auch eine gewisse Art der Werbeverdrossenheit und der Nicht-Akzeptanz der Werbeverweigerung quasi schon passiert. Wer von euch hat zum Beispiel einen bitte keine Werbung Aufkleber zu Hause an der Tür hängen? Okay. Und wenn wir da einen Schritt weitergehen auf die digitale Welt übertragen, wer hat einen Adblocker installiert? Das ist sehr gut, dass da nicht allzu viele sind. Dann wird es ja auch schlecht hier. auf jeden Fall, wir schaffen es auszublenden und wir nehmen sie auch in der Form nicht wahr. Das zeigt uns auch, wie hoch schätzt ihr so die durchschnittliche Klickrate auf diverse Werbemittel. Wenn wir jetzt die Skyscraper und Big Size Banner hernehmen, was schätzt ihr, wie hoch liegt da die Klickrate? Wer sagt was? Bitte? Unter 5%. Mit 5% bist du schon sehr hoch. Ja, wahrscheinlich. Hat wer andere Werte noch? 0,1, 0,3. Okay, da seid ihr schon ganz gut, eher in dieser 0,1, 0,3 Prozent Richtung. Das heißt, es klicken eigentlich bei 0,1 ein User von 1000, die angesprochen werden, klicken oder haben überhaupt die Möglichkeit oder klicken drauf. Das heißt, das ist schon relativ wenig, aber wir freuen uns eigentlich drüber, dass 0,1 klickt haben. Wir sollten uns eher die Frage stellen, was passiert mit all den anderen, die nicht klicken? Warum haben die anderen 999 von den 1000 nicht geklickt? Und das ist eher so die wesentliche Frage, die man sich stellen sollte. Aber selbst wenn wir jetzt sagen, 0,3, gibt es Golfer unter euch? Wer ist ein Golfer? Hand hoch. Ich bin auch einer. Oh, danke. Ich habe es gewusst. Die Wahrscheinlichkeit eines Klicks, ja, also wenn wir jetzt bei den 0,1 bleiben zum Beispiel, wir haben eine 0,03% Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf einer Golfrunde ein Hole-in-One macht. Das heißt, schließt bitte eine Versicherung ab. Es kann recht leicht passieren auf jeden Fall, wenn ihr auch klickt. Bitte? Ach so, der Content ist weg. Wieso? Seht ihr was? Also auf der Seite ist wieder da. Soll ich versuchen, das andere Kabel zu nehmen? Okay.
Wie oft schätzt ihr, verarschen wir die Leute nach so einem Klick? Wenn jetzt einer oder wenn jetzt einer oder 10 Personen geklickt haben von den 1000, wie oft verarschen wir die Leute dann? Oder anders gefragt, wie hoch ist die Bounce Rate? Die liegt ungefähr bei 70-85%. Das heißt, auch hier ist eigentlich ein relativ hoher Wert. Der User entscheidet sich schon einmal zu klicken, kommt auf unsere Seite, bounced aber dann wieder. Warum? Weil vielleicht die Auffangseite nicht sonderlich gut ist, die Landingpage oder wie auch immer. Das heißt, er fühlt sich nicht gut betreut und nicht gut weitergeleitet. Super. Vielen Dank. Das heißt, innerhalb von wenigen Sekunden bedeutet die Bounce Rate quasi, dass der User wieder die Seite verlässt. Im Content Marketing, das ist grundsätzlich von der Definition per se ebenfalls eine kommerzielle Kommunikation. Das heißt, im Content Marketing, das Content Marketing will den Konsumenten in jeder Form des Marketings für ein Produkt oder ein Unternehmen gewinnen, aber nicht in einer solchen Aufdringlichkeit, wie das quasi in der klassischen Werbung auch passiert. Das heißt, wir gehen eigentlich viel stärker auf den Konsumenten ein und wir müssen eigentlich, und das ist der wesentliche Punkt im Content Marketing, auf den User hören und auf den User eingehen. Das heißt, wir sollten den User, und das ist für uns eigentlich ganz, ganz wichtig, den User ins Zentrum stellen. Der User sollte quasi der Kern unserer Botschaften werden. Das heißt, er verrät uns ja schon eigentlich sehr viel. Er sagt uns ja schon, was ihn wirklich interessiert. Das gibt er uns bekannt an der Information, auf welche Webseiten geht er, welche Contents will er überhaupt haben, wie stark interagiert er überhaupt mit uns und mit unseren Botschaften, die wir absenden. Das heißt, hören wir auf den User und hören wir eigentlich auf, ihn zu verarschen, sondern gehen noch stärker auf ihn ein. Versuchen wir, und das ist der zweite wesentliche Punkt, ihn nicht wegbekommen zu bekommen von seinen Inhalten. Ich habe aus meiner Vergangenheit in Mediaagenturen diverse Messungen auch mitgemacht und unter anderem festgestellt, dass wenn ein User sich für ein Nachrichtenmagazin und für ein Newsportal entscheidet, zu 75% bleibt er diesem einen Magazin auch treu. Das heißt, er geht auf eine Webseite, um Nachrichten zu konsumieren und er vertraut diesem Medium. Das heißt, wenn er auf Kurier zum Beispiel geht, dann bleibt dieser User auch auf dem Kurier und nur 25% surfen noch ein zweites Magazin an. Das heißt, das Vertrauen ist ein sehr wichtiger Faktor für den User und wenn er Vertrauen schöpft, dann hat dieses Medium auch eine gewisse Relevanz. Das heißt, für uns ist es ganz wichtig, im Content Marketing relevant zu sein und relevant zu bleiben. Das heißt, wir müssen Inhalte liefern, die er auch lesen möchte, der User. Ein Beispiel, was ist das relevanteste, die relevanteste Fachpublikation für Landwirtschaft und wird auch in jeder Content-Marketing-Präsentation aufgeführt oder angeführt? Landwirt.com für Österreich. International ist es The Furrow und das ist das John Deere Magazin. Werden wahrscheinlich die meisten kennen von euch, aber mittlerweile hat dieses Magazin eine Auflage von 2 Millionen erreicht, wurde zum ersten Mal 1895 in die Welt gesetzt und ist eigentlich gegründet worden, um nur Informationen für die Farmer zu liefern. Das heißt, wie bestellen sie ihren Acker richtig, wie gehen sie die Landwirtschaft richtig an, wie sollen sie vielleicht die Aussaat machen etc. Das heißt, wirklich nur von der Thematik her aufbereitet. Die Marke John Deere hat sich natürlich auch mit Werbung da hineingesetzt. Und was die wenigsten wissen, oder was schätzt ihr, wie oft wurde der Name John Deere in redaktionellen Beiträgen genannt, in diesen 120 Jahren des Bestehens? 15 Mal. Das heißt, nicht mehr als 15 Mal wurde im Zuge der redaktionellen Berichterstattung, nicht Werbung natürlich, im Zuge der redaktionellen Berichterstattung die Marke genannt. Auch ein wesentlicher Faktor. Das heißt, man muss, um die Glaubwürdigkeit für eine Marke zu schaffen, nicht zwingend die Marke in diesen Content mit hineinverarbeiten. Ein anderes Beispiel, das wahrscheinlich die wenigsten kennen wiederum, ist, wisst ihr, wer dieser Mann ist? Das ist der Andy Schneider. Andy Schneider ist
ein Amerikaner, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Und was der gemacht hat, ist, der hat ein Händel in der Hand oder ein Huhn und der hat in seinem Garten begonnen, Hühner zu züchten. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber was er gemacht hat daraus ist, seine Nachbarn sind darauf aufmerksam geworden, er hat begonnen, sie zu beraten, zu sagen, ja, wie machst du das eigentlich richtig, dass du Hühner aufziehst und großziehst, und hat das eigentlich geschafft, dass er zum Chicken Whisperer geworden ist, der jetzt mittlerweile ein eigenes Magazin hat, das vierteljährlich erscheint, also ein Printmagazin, der eine Radiosendung moderiert, die wöchentlich, das müsst ihr euch mal vorstellen, wöchentlich erscheint. Das heißt, er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, er ist so weit gegangen, dass er das, was ihn fasziniert, weitergibt an die Audience. Hat jetzt nicht die Mega-Reichweite natürlich, darf man auch nicht vergessen, soll auch ein anderes Beispiel sein als John Deere, aber der ist in seiner Audience relevant. Und warum schaffen es beide Beispiele, die ich jetzt gezeigt habe, eigentlich zu so einem großen Erfolg? Also an ihn hängen sich natürlich viele Werbekunden ran, um seine Audience und seine Kommunikation auch für sich zu nutzen im Content Marketing. Warum schaffen sie das? Das ist der nächste Punkt. Sie sind authentisch. Das heißt, die Authentizität ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Das heißt, nichts vorspielen, was man gar nicht ist, sondern versuchen eigentlich das, was einem Spaß macht, wo man gut ist, wo man überzeugen kann, das auch weiterzugeben. Und das ist ein wesentlicher Faktor und somit auch der dritte wesentlichste Punkt jetzt fürs Content Marketing. Bei all den schönen Geschichten, und ich weiß, ihr werdet sicher auch genug kennen, soll man aber eins nicht vergessen, nämlich das Ganze sollte auch messbar gemacht werden. Das heißt, wie schafft man es eigentlich, Content Marketing auch messbar zu machen? Ich kann jetzt nur, da tauche ich jetzt ein bisschen, obwohl ich es nicht in der Form wollte, in unsere Thematik hinein wiederum von meiner Firma und gebe euch jetzt ein paar KPI-Zahlen, die man exemplarisch einmal mitmessen kann, wie zum Beispiel die Verweildauer. Wie lange hat sich jemand wirklich mit dem Content interessiert, also beschäftigt? Das heißt, wie lange ist er überhaupt drinnen geblieben? Abgesehen davon wissen wir natürlich die Klicks, die Ad-Impressions etc., die klassischen Leistungswerte, die wir evaluieren können. Aber wie lange war jetzt wirklich jemand im Content drinnen? Wie hoch war die Bounce-Rate, wenn jemand auf den Teaser klickt und auf die Artikelseite kommt? Und wir sind zu 100% nativ, das heißt wirklich nur im redaktionellen Umfeld. Das heißt, auf Kurier zum Beispiel sieht jemand den Teaser auf der Startseite und kommt auf die Artikelebene, die dann ebenfalls im Look and Feel, jetzt ist auf der Seite wieder weg, gestaltet ist. Ausgleichende Gerechtigkeit. diese Bounce Rate von 3,8% nach 6 Sekunden oder innerhalb der ersten 6 Sekunden, das ist jetzt kein Fake-Wert, sondern das sind schon reale Zahlen, die wir messen. Wir gehen auch eher weg von den klassischen Werbemitteln, das heißt ein Sidebar zum Beispiel in der Form wäre für uns etwas, was wir zwar schalten natürlich auch im redaktionellen Umfeld, aber das ist jetzt nicht zwingend für uns. Wir gehen eher in die Richtung, dass wir sagen, lasst die Leute interagieren, bringt eure Werbung in eine Slideshow zum Beispiel oder wir haben jetzt ein Quiz gelauncht seit kurzem, das heißt, lasst die Leute mit eurer Marke beschäftigen. Die Inhalte, die ihr vermitteln wollt, packt am besten in ein interaktives Werbeelement hinein. Und da natürlich genauso auch die Verweildauer. Wie lange beschäftigt sich jemand vielleicht mit der Marke? Dann Demografien, Alter, Geschlecht, können wir auch zurückspielen. Auch das sind Werte, die man in jedem Artikel eigentlich auch mitmessen kann. Und natürlich auch die Ad-Performance, wenn jemand ein klassisches Werbemittel schaltet, zur direkten Verlinkung natürlich auf die Kundenseite. Der Klicker, der soll natürlich auch noch da sein. Bei all dem sollte man allerdings nicht vergessen, wenn man sich dafür entscheidet, Content Marketing zu machen, dann ist das ein Marathon. Das heißt, die ersten paar Meter, die rennt jeder ganz gerne mit. Da ist es noch ganz leicht und da ist man vielleicht noch ein bisschen munter beziehungsweise irgendwie bei der Sache dabei. Aber Content Marketing ist nichts, was sofort unmittelbar, natürlich gibt es auch die Funktionalität, aber
Content Marketing ist etwas, wofür man sich langfristig entscheiden sollte. Das heißt, man sollte sich darauf einstellen, dass man einen Marathon läuft und dass man durchhalten muss. Das ist eine Kurve, die stark anwächst, aber das dauert halt alles ein bisschen noch seine Zeit, um das qualitativ gut umzusetzen. Und in dem Sinne würde ich sagen, macht's euch bereit und startet diesen Marathon. Vielen Dank.